Wir haben viele Bilder geschossen, wir haben ein tolles Springen. Ja, Dirk, wir haben ein tolles Springen gesehen. Kann ich mich eigentlich dem Schanzensprecher nur anschließen? Sieger, keine Überraschung, Adam Marbisch, aber er hat's, Thomas Morgenstern hat es ihm nicht einfach gemacht. Nee, das war in der Tat eine tolle Geschichte, eigentlich eine Fortsetzung auch von gestern, was wir gestern von den Polen gesehen haben. Und Adam Marisch, man hat das Gefühl, wenn er jetzt 108 Meter hätte springen müssen, hätte er das auch getan. Er ist hier im Moment nicht zu schlagen. Eine sensationelle Form. Auch unter den Top Ten, also sieht gar nicht so schlecht aus. Wir glauben nicht immer alles, was der Bundestrainer sagt, aber eine ganze Menge eben doch. Der hat gesagt, wenn wir hier im Team unter die ersten drei kommen und wir bringen einen in die Top Ten, es sind sogar zwei geworden, also die Zielstellung ist voll erreicht und vor allen Dingen, wir sehen, wir registrieren, von den Jungen kommt auch was, das ist entscheidend. Und noch was Positives, wir müssen gar nicht so lange warten bis zum nächsten Wettkampf, denn der findet schon am Freitag statt in Courchevel, also gar keine lange Pause. Und dann geht es natürlich das erste Mal auf eine Großschanze. Was meinst du, die gleichen Leute von oder werden es die Polen nicht durchbringen oder wie ist deine Prognose? Ich bleib dabei, ich habe das auch gesagt und ich würde mich nicht das erste Mal in meinem Leben irren, aber ich glaube, die Polen sind durch. Die werden nicht ganz vorne am Block, aber sie werden mitmischen, sie sind dabei. Gut, also und wir sind dann auch wieder dabei in Courchevel am Freitag 19 Uhr, natürlich bei Eurosport Live, wieder mit uns beiden, mit Dirk Thiele und Gerd Siegmund. Bis dahin.